Wer früher pflanzt, hat's länger bunt. Unter diesem Motto steht die diesjährige Frühjahrsausstellung der Fachschule für Gartenbau in Schönbrunn. Heute Vormittag eröffneten der Bezirkstagspräsident Manfred Hölzlein und der Schulleiter Thomas Schneiderwind feierlich das bunte Treiben. Wie die vergangenen Jahre werden auch dieses Jahr wieder etwa 4000 Besucher erwartet. Bereits zum 18. Mal verwandeln knapp 50 angehende Gärtnermeister die Klassenzimmer ihrer Schule in bunte Blumenwiesen und tropische Dschungellandschaften. Nach einem Winter, entweder der sehr stark mit Schnee ausgestattet war oder wenn man die ganzen braunen Felder von Niederbayern anschaut, ich glaube, wir lechzen alle nach Grün, wir lechzen nach Wachstum, wir lechzen nach Farbe und das erwarten die Besucher auch und da sind sie auch immer wieder begeistert. Gartenliebhaber können sich auch Tipps zur Pflege und Umsetzung im eigenen Gartenbereich holen. Die Schüler stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung. In diesem Jahr stehen Stauden und der richtige Schnitt von Obstgehölzen im Mittelpunkt. Im hinteren Bereich der Ausstellung kann man sich im Indoor-Biergarten stärken und die kleinen Gartenfreunde kommen in der Spielecke auf ihre Kosten. Die Ausstellung kann noch morgen am Samstag von 9 bis 18 Uhr besucht werden, der Eintritt ist frei.